Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin jetzt endlich wieder bereit, Videos zu machen. Wir hatten einiges zu regeln. Daher konnte ich lange jetzt kein Video mehr machen. Meine Kleine liegt neben mir. Wie ihr vielleicht auch in der Überschrift sehen könnt, es geht ums Thema Impfen, was ist, wenn Fieber kommt. Und ja, darum wird es jetzt heute gehen. Ich fange auch gleich nochmal damit an. Ich hatte damals einen Impfschaden. Das heißt wiederum, ich konnte sie nicht so normal impfen, wie es eigentlich möglich wäre. Wir mussten dazu ins Krankenhaus, eigentlich stationär laut Kinderarzt. Wir hatten aber mit der Ärztin gesprochen, ob es überhaupt so notwendig ist, mit der Kleinen ins Krankenhaus und dann auch noch dazu bleiben, weil ich denke mir, wenn ich Fieber kriege oder habe, möchte ich lieber zu Hause sein, da wo ich mich auskenne, beziehungsweise wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zu Hause fühle. Und dann bin ich mit der Kleinen und meinem Freund wieder nach Hause gefahren, nach der Impfung. Und ja, sie hatte anfangs gar kein Fieber gekriegt, sie war eigentlich ein bisschen quengelig eigentlich nur. Und ja, jetzt hat sie ein bisschen Fieber seit dieser Nacht, also die Nacht hatte sie 38,7. Mittlerweile liegt so bei 38, so mittig, so 38,5 so ungefähr. Wir geben ihr dagegen Fieberzäpfchen, die heißen Benuron. Ich habe sie jetzt gerade nicht neben mir liegen, super Vorbereitung, ich weiß. Aber wie gesagt, der Kleinen geht es nicht so ganz dolle. Daher habe ich jetzt auch gestern, weil ich eigentlich ein Video machen wollte, habe ich keins gemacht. Ja, wie ist es abgelaufen? Also sie hat diese komplette Impfung gekriegt vom Pneumokokken, diese Sechsfachimpfung, also die Grundimmunisierung. Noch irgendwas war das, Pneumokokken und... Ich schreibe es euch unten rein, also beziehungsweise hier unten in den Text rein. Ja, es ist einfach so, es werden zwei Spritzen gemacht. Ich muss ja die Impfstoffe hier zu Hause lagern und dann mit dorthin nehmen. Es sind zwei Einstiche gewesen, der erste im linken Bein, der andere im rechten Bein. Wie das jetzt bei anderen Ärzten gemacht wird, weiß ich nicht. Ach mein Schatz, alles gut. Wie das bei anderen Ärzten gemacht wird, weiß ich jetzt nicht. Also bei uns war es lediglich so. Ja, mein Schatz, magst du nicht nur die haben? Die liegt jetzt neben mir so. Ich kann das hier zeigen, einen kleinen PC-Film. Ups, oder? Ach, das ist falsch rum. Da liegt sie. Ja, der geht's nicht so ganz doll, wie gesagt. Also, hat halt Fieber und ist ein bisschen quengelig. Ich brauche ganz, ganz viel Nähe und Aufmerksamkeit. Und ich habe es jetzt mit zwei Decken zugedeckt. Einmal mit so einer Fließdecke und noch einmal mit unserer Federbettdecke, die wir hier haben. Ja, wir auch ganz tränende Augen, also so gläserige Augen. Und ich habe es die Nacht halt gemerkt, sie wurde quengelig, also sie ist aufgewacht, sie ist sofort quengelig geworden, was eigentlich nicht ihr Fall ist. Ja, alles gut, mein Schatz. Und ja, ich habe sie dann irgendwann auf den Arm genommen, weil sie wirklich anfangen wollte zu weinen. Na, genauso wie jetzt, mein Schatz. Magst du nicht, Schnulli? Schnulli? Na, komm her. Da ist die Mama. Da ist die Mama. Ja, man kriegt, also sie hat auch wieder, ich will es jetzt nicht Stimmungsschwankungen nennen, aber sie ist halt wirklich nicht gut gelaunt. Ja, sie ist auch nicht apathisch, nicht, aber sie ist ruhiger als sonst irgendwie, aber irgendwo auch wieder quengeliger. Es ist so ein Mischmasch, ist es wirklich, sie schläft nicht so wirklich gut und wenn dann nicht lange und tief, also wenn sie nicht tief und fest schläft, also sie schläft nicht tief und fest, so. Ja, sie will nicht wirklich spielen, heute Morgen ging es eigentlich, da hatte ich sie unter die Spieldecke gelegt, so wie jeden Morgen. Da ging es wirklich, jetzt gerade eben habe ich sie gewickelt, bei jedem Wickeln messe ich Fieber. Ja, da ging es ja schon nicht ganz so dolle. Ja, wie gesagt, wir müssen halt mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und wieder die Kleine hat jetzt ein bisschen Fieber und ja. Mal gucken, hat jetzt das zweite Mal Benuron gekriegt. Und ja. Mein Telefon hat die Tür gemacht. Ja, einmal die Nacht und einmal jetzt tagsüber. Dann habe ich es jetzt ganz dick zugedeckt, dass ihr nicht kalt wird. Heute wird wahrscheinlich ein gemütlicher Tag. Wir werden nicht groß rausgehen. Wir werden einfach wirklich eine Zeit jetzt hier drinnen verbringen mit Tee trinken und Milch. Also die kann halt Milch und Tee. Ja, und versuchen das so angenehm wie möglich zu gestalten.
Die nächste Impfung wird jetzt am 16.3., wenn ich mich richtig erinnere, um 9 Uhr sein. Wo werde ich natürlich nicht sagen. Logischerweise beim Kinderarzt, weil die erste Impfung jetzt gut verlaufen ist. Aber jetzt bei welchem Kinderarzt sind etc. sage ich euch definitiv nicht. Weil rein theoretisch könntet ihr dann wissen, wo ich wohne, und das möchte ich definitiv nicht preisgeben. Ist wieder alles gut bei dir? Ja, nicht nur, ich steck's mittlerweile selber rein, ne? Ja, wie gesagt, die nächste Impfung wird beim Kinderarzt stattfinden. Es ist nichts Schlimmes, es sind 2 Piekser. Also unsere Kleine hat wirklich bitterlich geweint. Ich habe hingeschaut, habe sie getröstet. Also ich musste sie nach jedem Piekser hochnehmen, kuscheln und dann wieder hinlegen, wenn sie sich ein bisschen mehr beruhigt hatte. Aber so toll fand sie das nicht, weil wir mussten im Krankenhaus, trotz Termin um 9 Uhr, mussten wir über eine halbe, also 2 Stunden warten. Das war schon ziemlich krass. Vor allem uns wurde gesagt, gut, wir kommen dann direkt dran, wir müssen nichts zu trinken mitnehmen. Und ja, es war halt ziemlich doof, weil die Kleine hatte Hunger, hat keinen Bock mehr zu warten, es war ziemlich warm da drin. Ja, was soll ich groß dazu sagen, ich war jetzt quengelig geworden, dann so noch impfen, das war jetzt nicht ganz so prickelnd. Ja, danach hat sie so geschlafen, wo wir nach Hause gefahren sind, obwohl sie eigentlich stationär gemacht werden sollte. Das heißt, ich musste ein Papier unterschreiben, dass es quasi auf eigene Verantwortung ist. Ja. Die Ärzte haben es letztendlich auch so gesehen, dass es zu Hause deutlich besser ist und dass sie eh nicht mehr machen könnten als ein Kinderarzt. Aber gut, ja, die Kleine hat ein bisschen Fieber, aber ansonsten, wir geben Benuron. Das ist, glaube ich, gibt es verschiedene, gibt es da, die man geben kann. Das heißt, ich glaube, es ist von Arzt zu Arzt unterschiedlich. Benuron funktioniert gut. Unsere Kleine ist halt ziemlich müde, trotzdem quengelig, aber die erste Impfung ist nie so toll. Mein Schatz, ja, schläft auch gleich wahrscheinlich ein. Ihr hört Hintergrundgeräusche, da hier natürlich Leben im Haus ist und ich mein PC filme. Und ja, unsere Kleine schläft wahrscheinlich gleich neben mir ein. Was ganz gut wäre, weil jetzt eine Benoierung gekriegt, eine Hoffnung, dass sie dann dadurch auch besser schlafen kann. We will see. Ja, also sie braucht ganz, ganz viel Nähe. Also ich kann euch das Puppen ans Herz legen, wenn wir gerade Fieber haben oder so. Ganz, ganz viel kuscheln. Die trinken nicht wirklich gut. Also unsere, wir haben Glück, dass sie trotzdem noch trinkt, obwohl sie sich mehrfach übergibt durchs Fieber eben. Was ich euch zur Vorbereitung sagen kann auf Fieber, ich hatte beim Kinderarzt vorher angerufen, ich glaube es war ein paar Wochen vorher, habe gefragt, gut, was können wir machen zur Vorbereitung, kühlen etc., hatte ich auch schon gelesen gehabt, und nochmal die Kinderärztin, das ist, bringt nicht viel, letztendlich kriegen sie trotzdem eventuell Fieber und so, aber daraufhin habe ich nichts gemacht, weil unsere Kleine auch Globulis nicht so toll nimmt, beziehungsweise überhaupt nicht gut verträgt. Sie dreht immer auf, jetzt würde ich ihr Kaffee geben. In Klammern, nein, ich gebe ihr keinen Kaffee. Ja, also wie gesagt, seitdem gebe ich ihr auch keine Globulis mehr oder Schüsslersalz oder ähnliches. Bei ihr kommt nur Homöopathisches wie Walla, wie Bukol oder mal ein Fieberzäpfchen. Also wir übertreiben das jetzt auch nicht, weil der Körper muss sich auch selber daran gewöhnen, es zu regulieren. Ja, also ich habe sie jetzt gegeben, weil sie sich einfach selber unwohl fühlt, nicht zur Ruhe gekommen ist. Und ich denke, das ist das Schlimmste, wenn man Fieber hat, dass man nicht zur Ruhe kommt und nicht schlafen kann. Daher kann ich euch nur empfehlen, also kühlen hätte sowieso nichts gebracht, weil die Einstichstellen können anscheinend unterschiedlich sein, meistens anscheinend im Oberschenkel. Da wird die Haut so ein bisschen zusammengedrückt, also der Babyspeck, und dann wird eine Spritze reingesetzt. Dass die Stelle, wo die Spritze reinkommt, kann sich verhärten. Das ist bei ihr auch aufgetreten. Ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, das Schlimmste, was sie jetzt hat, ist Fieber. Also es ist ein Auf und Ab vom Fieber. Aber ich denke, das wird jetzt auch bald wieder gehen. Ja, ansonsten schläft die kleine Maus jetzt neben mir und das kriegen wir auch noch hin. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.